Ja, mein Name ist Bernhard Meffert. Ich bin Schulleiter des Raiffeisen Campus in Dernbach, 47 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Und wenn es die Freizeit erlaubt, spiele ich Trompete. Und das ist ein wunderbarer Ausgleich zu meinem sonstigen Tun. Ja, wir nutzen seit 3 Jahren It's Learning. Das ist eine Software, die an sich als Lernmanagement-Software beschrieben ist. Aber wir sind ein bisschen strategisch anders vorgegangen. Wir dachten, dass wenn wir als Lehrer erfolgreich damit arbeiten wollen, im Umgang mit den Kindern, dass wir zunächst einmal uns selber drauf schulen. Und dann haben wir einfach unsere gesamte Schulverwaltung auf diesem System abgebildet. Alle Kommunikation, die zwischen den Lehrern funktioniert, die Dateiablage, all das haben wir da untergebracht. Und daran erkennen Sie schon, dass es viel mehr ist als, ich sag mal, nur ein Tool, um Aufgaben zu stellen und Antworten irgendwie einzusehen. Es ersetzt ganz viele uns allen bekannte Produkte. Es ist sozusagen unser schulinternes Facebook. Es ist rundum alles das, was man in Schule braucht. Und was uns ganz gut gefällt, es ist total anpassbar. Das heißt, der Anbieter geht auf unsere Vorschläge ein und passt es immer wieder neu an, sodass es für uns einfach gut nutzbar ist. Es ist eine browserbasierte Software. Sie ist also völlig disloziert nutzbar auf dem Smartphone, auf dem Laptop, den die Kinder ab Klasse 7 hier alle haben. Sie hinterlegen diese Materialien einfach in It's Learning, sie hinterlegen Aufgaben in It's Learning. Sie haben, und das ist für uns Lehrer unheimlich wichtig, einen individualisierten Fortschrittsbericht. Das heißt, wenn das Kind dann an diesen Aufgaben, an diesen Materialien arbeitet, können wir jederzeit sehen, wo steht's, wo sind Probleme. Wir gehen so weit, dass wir jede Aufgabe mit einem klaren Lehrplanbezug kombinieren. Das heißt, eine ganz konkrete Aufgabe, sei es eine Grammatikaufgabe im Fremdsprachenunterricht oder eine in Deutsch, hat immer im Backend, für die Kinder natürlich unsichtbar, weil für die relativ irrelevant, einen genauen Bezug zum Lehrplan. Und aus diesen klaren Feedbacks für uns können wir eine bessere Diagnostik ganz individualisiert auch anfertigen. Und wir hoffen, dass wenn wir in ein paar Jahren dieses System wirklich in der Breite, in der ganzen Schule ausgerollt haben, dass wir dann einfach das, was schon immer gefordert worden ist, nämlich individualisiertes Lernen, einfach auch wirklich zuverlässig liefern können. Sie haben eine Software, die dazu führt, dass Sie mehr Zeit haben für Face-to-Face-Begegnungen. Und dieses Paradox ist nur, wenn man es wirklich erlebt hat, auch einsichtig. Ich kann das einfach mal nur so konstatieren. Und darum ging es uns. Es ging uns nicht darum, Kinder hinter Bildschirmen zu verstecken. Ganz im Gegenteil, es ging uns darum, die Lehrer von Dingen zu befreien und die Kinder mehr in den Blick zu nehmen. Ich war früher an einer Schule, da gab es mit dem, nehmen wir nochmal den Max, ein Problem. Und nach 3-4 Monaten war das Problem so groß geworden, dass der Klassenlehrer zu einer Klassenkonferenz einlud und uns dann wortreich erklärte, wie schlimm das alles zu Hause beim Max ist. Das empfand ich immer als sehr unbefriedigend, weil dann war das Kind, und zwar sehr buchstäblich, schon in den Brunnen gefallen. Mit It's Learning geht's anders. Wir haben einfach die Möglichkeit, über das Kind einen kurzen Vermerk zu schreiben, wenn sich jemand von uns Sorgen macht. Das mag zunächst nur eine Intuition sein. Wenn irgendeine Beobachtung auffällt, das ist keine abgeschlossene Diagnose, sondern man schreibt es einfach auf. Und dann gibt es zeitnah, innerhalb von wenigen Minuten entspinnt sich unter Umständen ein Dialog. Mehrere Kollegen sagen, ja, das stimmt, das habe ich auch so beobachtet. Und ein Dritter weiß dann schon, dass es da vielleicht zu Hause Probleme gibt und dass man da eingreifen kann. Also die größte Herausforderung, wenn man eine so umfassende Softwarelösung sich zum ersten Mal anschaut, ist natürlich die eigene Frustrationstoleranz. Man steht in einer riesigen Landschaft und versucht, sie zu begreifen. Und das war auch Grund dafür, dass wir die Strategie so anders gewählt haben, dass wir nicht direkt in den Realfall mit den Lernern gegangen sind, sondern einfach angefangen haben, Funktion für Funktion, also sei es die Kalenderverwaltung, sei es den Austausch von Dateien, aber sei es auch schon erste Aufgaben innerhalb des Teams einander zuzuweisen, dass wir damit begonnen haben. Wir sind pädagogisch über die Elektronik schon wieder, und das war ja meine These, näher am Kind. Also tatsächlich hilft die Elektronik dem Pädagogen sehr menschlich und dem direkten Kontakt ohne jeden Bildschirm dazwischen schneller und zuverlässiger einzugreifen. Das ist im Pädagogischen wichtig. Im Didaktischen ist es unersetzlich. Ich könnte niemals so individualisiert mit Papier lernen. Und es ist letztendlich auch eine wunderbare Entlastung für Kollegen. Vieles, was It's Learning leistet, ersetzt administrative Handarbeit von Lehrern. Und wir haben tolle Lehrer. Und die sind in dieser Hinsicht toll. Und deswegen möchte ich, dass unsere Kolleginnen und Kollegen an der pädagogischen und didaktischen Front arbeiten und nicht so sehr an der administrativen. Und da hilft It's Learning einfach auch ungemein.